Heute haben wir Franziska Heinisch bei uns. Und bevor wir mit dem Talk starten, noch ein kleiner Hinweis, denn wir haben nämlich ein Gewinnspiel auf Instagram. Zeigt uns, wo ihr Coffee to Talk anschaut, postet das in eure Story und wir reposten das. Und vielleicht habt ihr dann eine große Chance, nächstes Mal einen ganzen Kuchen zu gewinnen, und zwar den Kuchen eurer Wahl für den nächsten Talk. Wenn ihr währenddessen irgendwelche Fragen an Franziska oder mich habt oder etwas wissen wollt, schreibt es einfach in den Chat und wir gucken einfach, wie es bei uns reinpasst, und am Ende habt ihr auch noch mal Zeit, Fragen zu stellen. Erstmal hallo Franziska. Hi. So, ich streame hier aus Würzburg, wo auch unsere FH ist. Ich bin extra in die Nähe der FH gezogen. Dieses Semester bringt es mir leider überhaupt nichts. Aber schön, dass du bei uns sein kannst, obwohl du eigentlich gerade in Berlin bist. Ja, voll gut. Es spart mir auf jeden Fall Zugstunden. Und zu Geld. Und das, ja. Also, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du bist Journalistin, Autorin, Aktivistin und vielleicht sogar schon ein bisschen Politikerin. Online wirst du als politische Rebellin und Generationenaktivistin für sozial-ökologische Revolution betitelt. Wie würdest du dich selbst bezeichnen? Ich habe eine Weile überall auf Social Media geschrieben, ich bin außerparlamentarische Politikerin, weil ich finde, dass Aktivismus immer schnell so einen Anstrich hat von Hoffnungslosigkeit und ach süß, sie macht da irgendwie was, aber es ändert sich nichts. Und ich finde eigentlich, dass Politik ja von viel mehr Leuten als nur denen im Parlament gemacht wird. Und insofern habe ich genau eine Weile gesagt Politikerin, aber das führt zu großer Verwirrung, also wahrscheinlich dann doch wieder Aktivistin. Da weiß jetzt jeder, was da einzuordnen ist irgendwie. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn viele, viele Sachen im Umkreis sind, was sagt man dann? Wie bezeichnet man sich selbst? Ja, Was führt absolut. zu am wenigsten Verwirrung? Ja. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich habe auch gerade schon gesagt, es geht auch nochmal um Essen. Es geht aber erstmal um Alkohol. Es sind ein paar kurze Fragen und du sagst entweder das eine oder das andere. Und wir halten uns ziemlich kurz. Und zwar Gin Tonic oder Bier? Bier. Gute Wahl. Kreuzberg oder Neukölln? Oh, Neukölln. Also da wohne ich, es muss so sein. Im Berliner Kiez bleibt man im Kiez. Ja, oh Gott, nicht, dass ich auf dem Heimweg überfallen werde, so als Rache. Ich erzähle jetzt nicht weiter, keine Sorge. Greta Thunberg oder Luisa Neubauer? Ich glaube, ja, die heroischere von beiden ist Greta Thunberg, würde ich sagen. Sophie Passmann oder Ronja von Rönne? Sophie Passmann. So ein Berliner Ding, ne? Döner, Falafel oder Halloumi? Falafel Halloumi. Ich als Vegetarierin hätte jetzt das Gleiche gesagt. Sehr gut. Und wer ist die Person, die du am meisten bewunderst? Das wird man so oft gefragt, genauso wie dieses, was ist dein Vorbild? Es gibt nicht so richtig eine Person, aber ich finde AOC in Amerika schon ziemlich, ziemlich gut. Also Alexandria Ocasio-Cortez, wem sie nichts sagt, die junge demokratische Abgeordnete. Gibt auch einen sehr guten Netflix-Film zu ihr. Ja. Sehr empfehlenswert. Die deutsche Politik in drei Worten. Verkrustet, überaltet, unehrlich. Und deine Forderungen an die deutsche Politik auch in drei Worten. Ehrlichkeit, Schnelligkeit, Mut. Das wäre ein guter Slogan. Oder? Also, falls ich mal kandidiere, es wird das. Ehrlichkeit, Schnelligkeit, Mut. Nice. Das würde auf jeden Fall passen. Jetzt stell du dich doch einfach mal ein bisschen vor, wer du bist, was du eigentlich machst. Ja. Und du hast ja gesagt, du bringst ein bisschen was mit zum Zeigen. Ja, genau. Ich halte es allerdings relativ rudimentär. Ich habe gehört, sonst bringen Leute häufig eine Präsentation mit. Jetzt geht es bei mir vor allem um Texte, die ich geschrieben habe. Und da fand ich es ein bisschen merkwürdig davon, jetzt überall Screenshots euch zu zeigen. Das heißt, ich erzähle einfach so mal, wer ich bin, was ich gemacht habe und was ich jetzt mache. Und weil ihr ja mich offiziell als Journalistin betitelt habt, zeige ich euch gerne mal ein paar Texte, die entweder ich geschrieben habe oder genau, wo ich zumindest gesprochen habe und Leute haben es vertextet. Genau, ich bin Franziska, ich bin 20 Jahre alt. Ich arbeite in der Generationenstiftung und mache dort politische Kampagnen und Co. Schreibe aber eben auch Dinge, weil ich vor allem für Inhalte und so Kommunikationszeugs zuständig bin. Ich
habe eigentlich angefangen, Jura zu studieren und tue das tendenziell immer noch offiziell. Genau, arbeite aber eben jetzt hier. Was habe ich so gemacht? Ich habe ganz früh eigentlich schon politisches Zeugs gemacht. Ich war immer politisch engagiert, habe vor allem aber Bildungspolitik erst gemacht und so politische Bildung. Also ich habe Workshops gegeben zum Thema Flucht und Migration, zum Thema Sexismus, zum Thema Rassismus, zum Thema, wie man gegen die AfD argumentiert. All solche Dinge. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, okay, wow, nur darüber zu reden, wie es anders ginge, schafft ja noch nicht zwangsläufig Veränderung, auch wenn das immer so das Idealbild ist. Und habe deshalb gedacht, okay, ich muss da mehr machen und nicht nur selbst auf Demos gehen, sondern sie vielleicht auch mal organisieren. Und bin dann darüber zum Jugendrat der Generationenstiftung gekommen. Das ist ein Gremium von AktivistInnen, die sich im weitesten Sinne für Generationengerechtigkeit einsetzen. Und Generationengerechtigkeit wäre jetzt erstmal was, so ein politischer Begriff, wo alle sich, glaube ich, unterordnen könnten und sagen könnten, ja, finden wir gut. Niemand findet Generationengerechtigkeit blöd. Es wird aber nicht eingehalten. Und insofern ist es, was wir da machen, was ich da auch gemacht habe, ein Eintreten für einen ganzheitlichen systemischen Turnaround praktisch. Also beim Klima, bei der Wirtschaft, bei der Demokratie, all diese Dinge. Und das mache ich seit 2018. Das ist immer größer geworden. Erst haben wir einfach so eine Kampagne gemacht, in der wir den Generationenvertrag gekündigt haben. Und im letzten Jahr haben wir dann ein Buch veröffentlicht. Ich zeige euch praktisch gleich nochmal so diese Reihenfolge der Dinge dann, weil ich glaube, das ist so der spannendste Part. Dieses Buch heißt Ihr habt keinen Plan, darum machen wir ein und enthält 10 Bedingungen zur Rettung unserer Zukunft. Das Buch ist dann ziemlich erfolgreich geworden. Also es stand 3 Monate auf der Spiegel-Bestsellerliste und hat natürlich irgendwie ordentlich Öffentlichkeit gegeben. Vor allem aber war das ein Buch, von dem ich selbst nie gedacht hätte, dass das erscheint. Insofern tue ich mich auch immer noch schwer, bei dieser Selbstbezeichnung davon zu reden, ich sei irgendwie Autorin oder womöglich Journalistin, weil ich immer das Gefühl habe, ach, das ist ja das, was ich als Hobby irgendwie nebenher mache. Und gleichzeitig ist es natürlich in dem Moment, wo man ein Buch veröffentlicht hat, ist man theoretisch Autorin. Und in dem Moment, wo man Zeitungsartikel schreibt, ist man theoretisch auch journalistisch aktiv. Und ich glaube, da fehlt mir manchmal so der Mut, weil ja auch das nicht so richtig was ist, wo man eine Ausbildung zu machen kann. So, also das vielleicht schon mal als Bezug oder ja, kann man schon, aber ich habe sie auf jeden Fall nicht gemacht. Und insofern fehlt mir da manchmal so ein bisschen der Bezug. Genau. Und jetzt nach diesem Buch haben wir am Donnerstag, deshalb sehe ich auch wahrscheinlich ein bisschen müde aus, eine neue Kampagne gelauncht. Wir spannen einen Generationenrettungsschirm auf, um eben die Kinder und die kommenden Generationen zu schützen und eben auch die Zukunft entsprechend. Und sehen halt einfach, dass gerade wahnsinnig viel Gelder in eine Wirtschaft gepumpt wird, die nicht zukunftsfähig ist und wollen das ändern. So, das vielleicht so zu dem politischen Teil und zu der Einordnung. Vielleicht noch kurz zur Generationenstiftung. Die Generationenstiftung ist praktisch die Stiftung, die hinter diesem Jugendrat steht. Das ist das, wo Menschen im Büro angestellt sind. Das ist die Stiftung gibt praktisch so, die baut die Bühne und auf die Bühne gehen dann die AktivistInnen, so kann man sich es vorstellen. Also es ist so ein Ding und dementsprechend arbeite ich jetzt bei der Stiftung und war aber vorher im Jugendrat. So, das vielleicht zur Trennung. Genau. Jetzt vielleicht zu so dem journalistischeren Part. Und du unterbrichst mich einfach und genau. Gut, ich höre dir auch erstmal gerne zu und ich sage dann was, wenn ich denke, es ist notwendig. Machen wir so. Wir haben eigentlich ja politischen Aktivismus und Kampagnen gemacht und ein politisches Programm aufgelegt. Und dabei ist uns aufgefallen im Jugendrat, dass eigentlich schon Ende 2018, dass man zwar für seinen Aktivismus und für Kampagnen im Fernsehen immer eine Minute bekommt und in der Zeitung vielleicht mal eine Seite, aber dass das ja nie so richtig reicht, um tatsächlich mal einen Plan zu skizzieren. Und vielleicht erinnert ihr euch, dann gingen so die Fridays for Future-Proteste los und junge Menschen gingen auf die Straße für Klimapolitik und dann kamen so Statements wie von Christian Lindner, das soll man mal die Profis machen lassen. Und unser Gefühl war so, diese Politik, diese PolitikerInnen, die da aktiv sind, die haben keinen Plan für die Zukunft. Und wir haben eigentlich einen, aber das passt halt nicht in eine Minute Talkshow oder eine Minute Fernsehreportage. Und dann haben wir beschlossen, eigentlich müsste man doch mal selbst als junge Generation so einen Plan vorlegen, einen ganzheitlichen Plan für Politik für die Zukunft. Und dann haben wir über ein Buch gesprochen, weil ein Buch unendlich viele Seiten haben kann. Haben aber nicht geglaubt, dass man einfach mal so ein Buch schreiben kann. Ich meine, wer schreibt mal eben so ein Buch? Das war so Ende 2018. Und im Februar 2018 hatte ich dann waren so die ersten großen Proteste vorbei, hatte ich dann so das Gefühl,
irgendwas ist da aber dran. Also so Bücher, die irgendwie Zukunftspläne enthalten, werden von älteren Herren geschrieben. Meistens weiße, ältere Männer so. Man kennt dieses Motiv. Das sind Leute, die irgendwie 15 Professorentitel haben und ihre Weisheit in 7000 Lebensjahren gefühlt angereichert haben. Und es wird aber wenig von Leuten geschrieben, mit denen man sich identifizieren kann. Und selten ist es auch in der Sprache geschrieben, wie man es verstehen kann. Oder die meisten Menschen es verstehen könnten. Und insofern hatte ich ein paar schlaflose Nächte und dachte, ach, so ein Buch, das könnte man ja doch mal versuchen. Und dann haben wir beschlossen, wir machen das mal. Und unser Plan war, und da zeige ich euch dann praktisch gleich, wie es so mit den ganzen Texten vorangegangen ist, wir schreiben erstmal in so einer Art Manifest auf, was wir uns denn wünschen würden. Schicken das an die Zeit. Die Zeit nimmt das natürlich auf und veröffentlicht es groß. Dann nehmen wir das als Textprobe, schreiben ein Exposé, schicken das an eine Literaturagentur, und die macht uns dann einen Buchvertrag draus. Erstmal völlig wahnsinnig, ist genauso gekommen. Und jetzt zeige ich euch praktisch mal, muss ich einmal sehen, wo ich das genau, wie so die Reihenfolge dessen war. Also gestartet ist es dann mit diesem Text von mir in der Zeit. Ich bin immer noch super traurig über diesen Titel. Ich hatte vorgeschlagen, unter uns der Abgrund, aber das war denen ein bisschen zu poetisch und zu pathetisch. Also hieß es jetzt, wir sind sauer auf unsere Eltern. War jedenfalls, alles ordentlich abgegangen hat, 700 Kommentare sieht man hier. Es war praktisch eine Schilderung eines Generationenkonflikts beim Thema Klima, bei dem junge Menschen sagen, okay, wir brauchen das, das und das und das ist wissenschaftlich fundiert und ältere Menschen sagen, aber wir wissen, wie die Welt funktioniert und so einfach geht es eben nicht. So, das war praktisch so das erste große Dings. Ich hatte davor ab und zu schon mal irgendwie Zeitungsartikel geschrieben und so für andere Interessensverbände, aber nie so, dass es in der Zeit publiziert wäre. Da war ich 19, genau. Und dann haben wir ein Exposé geschrieben, haben diesen Beitrag als Textprobe genommen und haben das dann einer Literaturagentur geschickt. Und diese Literaturagentur hatte innerhalb von 3 Tagen einen Verlag am Haken, nämlich Blessing Random House. Genau, das ist hier jetzt praktisch deren Website, wo unser Buch geführt ist. Wer das Buch noch nicht kennt, ist herzlich eingeladen, es zu lesen. Es hat an Aktualität nichts eingebüßt. Genau, und dann plötzlich hatten wir einen Buchvertrag im Juni und im Juni letzten Jahres und waren jetzt in der Verantwortung, auch was zu schreiben. Ja, und dann ging es, also vielleicht zum Buchprozess können wir gerne, auch wenn da noch Fragen sind, gleich nochmal auch darauf eingehen. Dann haben wir jedenfalls aber im November 2019, letztes Jahr, dieses Buch veröffentlicht und hätten gedacht, naja gut, das wird jetzt vielleicht hier irgendwie gelesen. Und es wäre ganz nett, wenn es 1, 2, 3 Leute lesen. Und es ging aber irgendwie mehr ab als gedacht. Also wir sind dann erschienen am Eröffnungstag mit der zweiten Seite in der Welt, wo sie unser Vorwort abgedruckt hatten. Ich war praktisch hier das nette Gesicht mit einem furchtbaren Bild, was auf der Sternstartseite war. Dann war ich mit, vielleicht kennt ihr diesen Herrn hier, John Schellenhuber, eine Woche später nochmal in der Welt, mit einem Interview, das sie übertitelt haben mit "Unsere Ideen sind nicht links, sondern logisch". Und so ging praktisch diese ganze Pressetour durch. Dieses Buch war praktisch so der Auslöser dafür, dass Menschen überhaupt dachten, junge Leute könnten irgendwie Pläne vorlegen, hatte ich das Gefühl. Also alle waren wahnsinnig überrascht. Es kam wahnsinnig viel Presse, weil es irgendwie spannend war. Und daraufhin kamen auch Möglichkeiten, Dinge zu schreiben und Dinge zu vertreten. Also ich war dann zum Beispiel hier auch in einer Talkshow zum Thema schwarze Null, wo es darum ging, ob die schwarze Null jetzt zukunftsfähig sei oder nicht. Genau, all diese Dinge. Und ansonsten, weil ich dachte, ich zeige euch vielleicht mal noch einen Text von Dingen, also so, weil das wahrscheinlich am ehesten journalistisch ist. Wir haben zum Beispiel auch einmal eine Seite in der FAS bekommen, wo wir im Feuilleton plötzlich schreiben konnten. Und ich weiß nicht, ob euch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung was sagt. Es ist so ein bisschen. Moment, ihr seht mein Bildschirm gar nicht mehr, ne? Ah. Wir sind gerade Generationenrettungsschirm.de. Super, aber jetzt seht ihr wieder den Artikel, oder? Also wir sehen Generationenrettungsschirm.de und da ist Live-Kampagnenauftakt. Okay. Das Video sieht man da. Okay, es zeigt mir nämlich hier an, dass meine Freigabe unterbrochen wurde. Okay, super. Dann sparen wir uns das. Genau, wir haben auf jeden Fall eine ganze Seite auch im FAS-Feuilleton bekommen einmal. Also das ist so wirklich das Feuilleton, was wahrscheinlich in Deutschland am meisten auf sich hält. Und da hatte ein amerikanischer Autor, namentlich Jonathan Franzen,
einen Essay geschrieben, der dann, also der irgendwie 50 Seiten hatte, für 12 Euro verkauft wurde und wo er im Wesentlichen nur geschrieben hat, es ist eh alles verloren, und wo wir dann darauf reagieren sollten. Und das war dann praktisch jetzt immer mein Job. Da habe ich geschrieben und ich war praktisch dann so ein bisschen Gesicht dieses Buchs, auch Gesicht des Jugendrats. Und ja, du hast es jetzt vorgelesen praktisch. Die Leute betiteln das dann ja immer so wahnsinnig großspurig, auch als Generationenaktivistin für Revolution und so. Genau. Dieser Generationenrettungsschirm ist jetzt praktisch die neue Kampagne, die, von der ich gerade schon berichtet habe. Und auch im Zuge dessen geht praktisch diese ganze Arbeit weiter. Also wir hatten zum Beispiel Radiointerviews, das mit dem Deutschlandfunk. Also ich habe jetzt jeweils so ein paar exemplarische Beispiele mal rausgesucht. Oder wir waren bei ZDF heute im Interview. All diese Dinge. Genau, was ihr vielleicht seht, ist, das, was ich mache, ist wahrscheinlich nicht das, was man als klassisch journalistisch betrachten würde, aber es ist eben auch Journalismus. Und ich glaube, was Aktivismus heute auch aufzeigt, oder was Aktivismus heute anders macht als früher, ist, dass viel mehr so andere Disziplinen noch dazukommen. Also AktivistInnen finden halt auch auf Social Media statt, ne? Und Luisa Neubauer zum Beispiel ist so eine Art Polit-Influencerin. Wir werden als AktivistInnen angefragt, journalistisch zu arbeiten und Dinge zu schreiben. Gleichzeitig ist man natürlich auch irgendwie Lobby, weil man führt so klassische Lobbygespräche und Verhandlungen. Also all das und diese unklare Rollendefinition, glaube ich, und damit würde ich schließen, führt gerade so als junge Frau häufig dazu, dass man wahnsinnig unterschätzt wird, würde ich sagen. Weil man ist ja nicht so richtig und dann wird es halt häufig als Aktivistin bezeichnet. Und Aktivistin, ja gut, das kann jetzt ja alles heißen. Das kann jetzt auch heißen, ich habe einmal ein Pappschild gebastelt. Und so habe ich das Gefühl, wird Leuten, die irgendwie politischen Aktivismus eigentlich machen und dann so andere Disziplinen einfassen damit, so ein bisschen entgegengebracht. Und ich glaube aber, dass es durchaus auch Medienwelt und Journalismus verändert, was da gerade passiert, weil es eben nicht nur Leute sind, die was schreiben, die eine Ausbildung dazu haben oder so, sondern halt auch einfach Leute, die dann so punktuell in den Journalismus, in die Lobbyarbeit, in Social-Media-Marketing-Zeugs und so rein dippen. Genau. Fühlt sich das für dich jetzt alles surreal an, wenn du das jetzt nochmal durchgehst und guckst, boah, das habe ich schon alles gemacht? Surreal nicht, weil ich eher immer so direkt das Gefühl habe, so okay, wow, ich weiß, für den Text habe ich eine Nacht durchgemacht und da hatte ich fast eine Panikattacke so ungefähr. Aber es ist immer noch total, ja, surreal, dass wir einfach so ein Buch schreiben konnten und das dann Leute lesen wollten. Also und wenn Leute mich jetzt drauf ansprechen oder ich wurde jetzt 2-3 Mal so erkannt irgendwie, wenn Leute einen dann sagen, so ich kenne dich doch, du bist doch, das ist total merkwürdig, weil ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass es Leute tatsächlich interessiert, was ich da zusammenschreibe. Ja, das ist dann wiederum schon surreal. So gerade hört sich das mit dem Buch hört sich für mich gerade so ein bisschen an wie Finn Kliman, der damals gesagt hat, ich hatte Bock irgendwie so, ich wollte einfach nur Scheiße machen und das drehen und ausprobieren und Sachen machen. Und so ein bisschen hört sich das auch gerade an so, ja, wir haben mal überlegt, wie man ein Buch schreiben kann und dann haben wir es einfach gemacht. Mhm. Ja, es ist total dieses Ding, also das hat mich total darin bestärkt, dass wenn man irgendwie 1-2 schlaflose Nächte wegen eines Projekts hat, dass man es dann vielleicht einfach mal versuchen muss, weil ich nicht gedacht hätte, dass junge Menschen mal so ein Buch schreiben können. Ich dachte aber auch nicht, dass man Klein Franziska ins FAS-Feuilleton lassen würde plötzlich. Und all diese Dinge habe ich immer praktisch unterschätzt und immer gedacht, okay, das geht aber doch nicht. Und ich glaube, so gerade Frauen wird ja auch immer wieder erzählt, das geht nicht, das kannst du nicht. So. Und es ist, finde ich, ein sehr, sehr befreiendes und total spannendes Gefühl, dann zu merken, so, das geht? Das ist ja der Wahnsinn. Und ja, insofern trifft das total zu. Du hast ja schon ein bisschen von deinen Medienauftritten erzählt. Du warst unter anderem im Einmischen Politik Podcast, aber auch in der Phoenix-Runde am 20. Mai bei Anke Plättner. Und ich habe mir da mal 2 Zitate rausgeschrieben. Die hat einmal geschrieben, ihre Generation, die Generation der jungen Menschen. Und was ich mich hier gefragt habe, findest du es gut, dass du stellvertretend für eine Generation sprichst und immer als die junge Generation genannt wirst? Oder findest du es eigentlich schwierig, dass man immer nach Generationen aufteilt und man nicht einfach sagt, wir sind eine Gesellschaft, wir sind ein Staat, wir sind ein Land, wir gehören eigentlich alle zusammen und wir sollten eigentlich auch zusammenarbeiten? Mhm. Beides. Ich glaube, gerade haben wir ja die Situation, dass junge Menschen einfach überhaupt nicht repräsentiert sind im politischen Betrieb, aber auch
selten Urheberinnen eben sind von, also in großen Zeitungen zum Beispiel oder selten Talkshow-Gäste in großen Talkshows. Ne? Und insofern, glaube ich, ist es schon sinnvoll, dann, wenn junge Menschen eingeladen werden, damit überhaupt irgendeine Form von junger Perspektive vertreten ist. Was ich total schwierig finde, ist, dass in dem Moment, wo man in zum Beispiel diese Phoenix-Runde geht, alles, was man sagt, immer die Sicht der jungen Menschen ist. Aber es ist, also dass unsere Wirtschaftsweise der letzten Jahre und das, was wir in der Zukunft vorhaben, nicht unbedingt zukunftsfähig ist, das ist nicht explizit eine Sicht von jungen Menschen, die ich habe, weil ich ein junger Mensch bin, sondern die ist auch einfach wissenschaftlich hinreichend bewiesen. Und ich habe das Gefühl, dass da dieser Generationenbegriff häufig dazu verwendet wird, dass man sagt, ach ja, das sind diese kleinen Rebellen, also um die Leute auch ein bisschen kleiner zu machen. Und ich glaube, dann umgekehrt, natürlich geht es darum, eigentlich Menschen unabhängig ihrer Generation, ihres Alters einzuladen, aber da wir da einfach noch nicht sind, ist es schon mal ein Fortschritt, dass überhaupt junge Menschen eingeladen werden. Und das finde ich das Spannende, das wendet sich ja gerade nicht nur beim Thema Klima oder Bildung, wo man immer denkt, ach, da haben junge Leute auch was zuzusagen, sondern jetzt langsam auch beim Thema Wirtschaft und anderen Dingen, wo man so denkt, okay, wow, das ist so wahnsinnig abstrakt, das sind so große Themen, da können doch junge Leute eigentlich nicht mitreden. Genau, das ist nämlich das zweite Zitat. Da wurdest du konkret gefragt, wie muss Bildung denn sein, wie soll die Bildung aussehen? Und du hast dann gesagt, es geht hier gerade gar nicht um Bildung, es geht um Wirtschaft und hast deutlich gezeigt, dass du dich auch zum Thema Wirtschaft äußern möchtest und dass du dich auch fundiert dazu äußern kannst. Und hast du da das Gefühl, dass du ganz oft nicht wahrgenommen wirst, dass sie jetzt nicht damit rechnen, dass eine 20-Jährige, die politisch interessiert ist, vielleicht auch schon eine kleine Politikerin ist und sich aber noch nicht so bezeichnen würde, da einfach was mitzusprechen hat? Ja, absolut. Also es geht, ich habe zum Beispiel ganz oft auch in Interviews die Frage bekommen, was sagen denn ihre Eltern dazu? Oder wie spiegelt der Konflikt sich in ihrer eigenen Familie wider? Beim Thema Rentenpolitik oder so. Und da frage ich mich dann halt schon, das würde man jetzt irgendwie den älteren Herrn wahrscheinlich nicht fragen, ne? Ob seine Kinder ihn auch persönlich anklagen oder so. Und das, also da habe ich schon immer das Gefühl, dass man erst nicht ernst genommen wird. Das hat aber den Vorteil, dass man dann Leute überrascht. Also ich erlebe es dann, dass Menschen total überrascht sind, dass man als junger Mensch einen geraden Satz sprechen kann, dass man irgendwie vielleicht auch ein bisschen Ahnung hat und in der Debatte mithalten kann und nicht explizit beschützt werden muss die ganze Zeit. Und was ich aber auch gemacht habe, ist, also ich habe zum Beispiel letztens für die Zeit bei diesem Z2X-Festival, vielleicht kennt ihr das, mal so einen Debattenguide gegeben und so, wie man auf sowas reagieren kann. Weil was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist mir für so Situationen Dinge zurechtzulegen oder zu überlegen, okay, wie kriege ich das dann abgebügelt? Weil wenn ich in eine Runde gehe, wo es, also es ging ja konkret darum, wie wir aus Corona rauskommen und was die Vision für eine Gesellschaft ist und was gerade schiefläuft, und da ging es eigentlich für mich vor allem um Wirtschaft, dann will ich nicht über Bildung sprechen. So, dann gehe ich in eine Bildungsrunde. Und ich finde aber, dass man das mittlerweile ganz gut hinkriegen kann, dass man es eben dann abbügelt und dass man so dieses nicht ernst genommen werden oder so diese klein gemacht werden mit den Themen, dass man das dadurch so ein bisschen verhindern kann.